Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkojute. Heute möchte ich euch zeigen, wie viel Dividenden ein 160.000 Schweizer Franken Portfolio so mit sich bringen kann. Also sprich, wie viel Dividendenrendite dabei rumkommt und wie viel Dividende man da jährlich bekommt. Das ist natürlich ein Praxisbeispiel, weil es ist wirklich mein eigenes Portfolio, das aktuell ungefähr 162.000 Schweizer Franken drin hat. Ich blende euch das sonst hier einmal ein. Ich habe mein Depot insgesamt komplett bei der Swissquote Bank. Und ja, in diesem Video werdet ihr erfahren, wie viel Dividende dabei genau rumkommt, aus welchen Ländern, aus der Schweiz, der USA, Europa und wie das Ganze ausschaut oder ob ich nur Dividendentitel im Portfolio habe oder auch verschiedene Titel, die keine Dividende ausschütten. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie die Rendite da ist, ob das Sinn macht und ob man vom passiven Einkommen aus diesem Dividendenportfolio zum Teil bereits schon leben kann. Ich würde sagen, wir legen direkt los, bevor wir aber mit dem Ganzen beginnen, würde ich mich super freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft natürlich diesem Kanal ungemein und würde mich super freuen, denn die Finanzrudel-Community wächst ungemein riesig. Und das finde ich mega stark und auch die Diskussionen jeweils unter den Kommentaren sind einfach unglaublich. Lernen so viel auch von euch. An dieser Stelle einfach mal ein riesiges Dankeschön. Aber legen wir los. Das Portfolio ist, wie schon erwähnt, aktuell ungefähr 162.000 Schweizer Franken groß und das hat sich natürlich über die Jahre hinweg aufgebaut. Ich habe da 2015 damit begonnen, also vor ungefähr 6 Jahren, das ganze Portfolio aufzubauen und aktuell sind es halt eben über 160.000. Jetzt ist natürlich interessant, wie viel Dividenden generiert denn dieses ganze Portfolio? Und ich habe da mir mal die Arbeit gemacht, alle meine Titel aufzuschreiben und jeweils die Dividenden einzutragen, die ich bekomme. Und ja, das Ganze auf ein Jahr oder auf ein Kalenderjahr auszurechnen. Und ich habe jetzt hier die Zahlen und Daten, die aktuell sind, genommen aus den letzten Quartalen. Das bedeutet, wenn auch Kürzungen drin sind, habe ich die auch mit reingenommen, wenn ich das hoffentlich nicht alles falsch gemacht habe. Also das heißt jetzt zum Beispiel auch Titel wie Royal Dutch Shell und Co. sind jetzt hier auch schon bereinigt mit einer tieferen Dividende. Das heißt, es ist so ein bisschen die ja, oder die erwarteten Dividenden von 2021 hoffentlich, ja. Darum ist es natürlich nicht ganz perfekt, aber nichtsdestotrotz legen wir direkt los. Zunächst habe ich die Schweizer Aktien genommen, also ich habe jetzt hier das getrennt nach Währung und bei den Schweizer Aktien sieht man das relativ schön alphabetisch sortiert von ABB, Ascom, BB Biotech, Calida, Flughafen Zürich, Geberit AG, Logitech, Mobilezone, Nestlé, Swiss Re, Swissquote, Swatch, UBS und Zürich Insurance. Da sehen wir ganz schön, wie die Dividenden da ins Portfolio reinkommen. Das sind jetzt erstmal die Bruttowerte. Am Ende werden wir auf Brutto und Netto nochmal genauer eingehen. Das heißt, Bruttodividenden von all diesen Schweizer Aktien zusammen, die ich erhalte in diesem Portfolio, sind 2067 Franken und 50 Rappen brutto pro Jahr. Das ist doch schon mal eine Ansage von den Schweizer Titeln. Und ja, also das ist schon mal ein sehr großer Teil der Dividenden tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz gehen wir zu den weiteren oder nächsten Titel, Europa-Titeln. Und zwar ist es hauptsächlich Imperial Brands und Royal Dutch Shell, die beide zusammen 459 britische Pfund Dividenden brutto ausschütten. Nel Asa und Vapiano sind jetzt nicht wirklich Dividendenwerte und gehören eher ins Casino-Portfolio. Von dem her, das macht keinen Unterschied, weil da keine Dividende ausgeschüttet wird. Und ja, das wären dann die europäischen Titel. Kommen wir dann wirklich zu den auch den meisten Dividenden tatsächlich von den US-Unternehmen. Wer hätte es gedacht? USA natürlich, da sind auch viele Dividendenaristokraten und da erhalte ich natürlich die meisten Dividenden. Aber hier sind auch die meisten Nicht-Dividendenwerte drin. Das wird also sehr spannend. Wir sehen jetzt also hier zum Beispiel Activision Blizzard, Altria, AT&T, Cisco Systems, General Mills, Gladstone Commercial, Main Street Capital, Nvidia, Omega Healthcare Investors, Starbucks, Coca-Cola und Walt Disney, die jeweils eine Dividende ausschütten. Und die dann insgesamt gemeinsam 3.393 Dollar und 49 Cent an Dividende pro Jahr ausschütten. Dann haben wir hier aber auch noch einige Titel, die keine Dividende ausschütten. Das wäre zum einen AMD, Advanced Micro Devices, Alphabet, Berkshire Hathaway, Carnival, Harvest Capital und Tesla. Das heißt, es sind auch hier einige Titel drin, die gar keine Dividende ausschütten und teilweise sind das auch sehr große Positionen.
Das heißt, würde ich jetzt nur auf Dividendenwerte setzen, wäre hier tatsächlich wahrscheinlich sogar die Dividenden, die ich bekommen würde, deutlich höher. Aber eben, ich setze halt nicht nur auf Dividendentitel, sondern mache so einen Split 70-30. Also, das sind jetzt insgesamt, ja, wenn wir das mal zusammenrechnen, und ich habe auch die aktuellen Umrechnungskurse gemacht, brutto an Dividenden, die ich in einem Jahr erhalten würde, 5.731 Franken und 13 Rappen. Ich habe da die aktuellen Umrechnungskurse genommen, also ein Pfund ist 1 Franken 18 und ein Franken ist, nee, ein Dollar, nee, ein Dollar, 0,92 Dollar ist nämlich, nee, 0,2 Franken ist ein Dollar, Entschuldigung, meine Güte. Ich empfehle, das zu versuchen, das ist kinderleicht und der Erfolg ist ja offensichtlich. Absolutes Genie hier am Werk. Kann ich ja richtig, richtig gut rechnen. Und wenn wir das mal so ein bisschen anschauen, ist es natürlich so, dass bei den, oder vor allem bei den US-Dividenden, das jetzt nicht so mir in die Karten spielt, dass meine Währung Schweizer Franken ist und der jeweils stärker wird und die Dividenden zwar erhöht werden, aber der Dollar im Vergleich zum Schweizer Franken schwächer wird. Das hebt sich wie so ein bisschen gegenseitig auf. Der Vorteil jetzt bei mir hier ist, mich stört das nicht sonderlich, weil ich die Dividende in USD bekomme, also in US-Dollar bekomme und auch auf einem US-Dollar-Konto halte. Dann kaufe ich auch mit diesem US-Dollar entsprechend amerikanische Aktien nach. Das ist also für mich weniger ein Problem tatsächlich. Von dem her alles im Lot. Ja, das sind tatsächlich schon sehr viel an Dividenden. Wenn wir dann noch die Brutto-Dividendenrendite hier berechnen auf eben diese 160.000 im Portfolio, sind das 3,58% Brutto-Dividendenrendite auf das Gesamtportfolio gerechnet. Man muss aber hier natürlich auch noch definitiv in Betracht ziehen hier. Ich habe einige Titel, die halt keine Dividende ausschütten, aber für mich persönlich ist nur dieser Wert interessant, weil ich möchte immer das gesamte Aktienportfolio insgesamt sehen. Und ja, an dieser Stelle sei auch noch gesagt, der ein oder andere Titel wird in Zukunft auch raus aus dem Portfolio gehen. Das heißt, da werde ich natürlich auch nochmal ein Video dazu machen, wenn ich das nochmal genauer analysiert habe und welche Titel ich da genau rausschmeißen möchte, weil ab und zu muss man sich auch von Titeln trennen, bei denen man nicht mehr überzeugt ist. Und ja, vielleicht auch Verluste realisieren, das ist nicht weiter schlimm, aber da wird noch auf in Zukunft auf jeden Fall ein Update folgen. Netto ist jetzt natürlich interessant, weil Bruttodividendenrendite sagt ja nicht wirklich viel aus, weil wir müssen ja auch netto wissen, wie viel Dividende bei rumkommt, nach Steuern natürlich. Und netto sind das 4.011 Franken und 79 Rappen nach Steuern, respektive 2,51% Netto-Dividendenrendite. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ernüchternd, und ja, das ist tatsächlich so. Ich bin tatsächlich unter meinem Ziel eigentlich, weil ich möchte eigentlich brutto um die 4% Dividendenrendite haben, also nochmal 0,5% mehr als ich das jetzt habe, damit wir netto auf knapp 2,8, 2,9% kommen. Und ja, das ist etwas schade, aber nicht weiter schlimm. Das liegt einfach so ein bisschen daran, dass ich halt jetzt dieses Jahr auch Alphabet, AMD und halt Titel ins Portfolio reingeholt habe, die keine Dividende ausschütten, und natürlich auch durch die einzelnen Kürzungen, die jeweils passiert sind, haben die natürlich auch meine Dividendenrendite gedrückt. Darum langfristig sehe ich da weniger ein Problem, aber natürlich ist es immer wieder gescheit, sich diese ganzen Brutto- und Netto-Dividendenrenditen über das ganze Portfolio gesehen immer mal wieder anzuschauen, damit man weiß, ist man on track, ist man nicht on track. Ich sehe jetzt so ein bisschen, okay, ich bin etwas unter meinen Erwartungen, sprich 0,5% müsste ich eigentlich übers Gesamtportfolio nach oben gehen, um wieder meinen Erwartungen gerecht zu werden. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, wie ich das Ganze in Zukunft weiter handhaben werde. Aber ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen, das wirft das Portfolio ab. Nehmen wir jetzt mal diese Nettozahl, diese 4.000 Schweizer Franken netto auf das aktuelle Portfolio. Das ist jetzt ja nur das Aktienportfolio mit den Dividenden. Von diesen 4.000 Schweizer Franken, die ich an Dividenden netto bekomme, nach Steuern, kann ich persönlich privat 2 Monate leben. Das heißt, ich wäre so gesehen nur mit meinem Aktienportfolio bereits 2 Monate finanziell frei. Ja? Und das ist natürlich echt unglaublich. Das ist wirklich eine super Nummer. Ich möchte an dieser Stelle auch einfach sagen, wieso ist mein Nettowert so tief tatsächlich? Das liegt einfach darin, ich bin in der höchsten Steuerklasse und dann nimmt man ungefähr ein Drittel halt weg, weil das an Steuern angeht und Dividenden so gesehen nachher über die Einkommensteuer verrechnet werden und ich da im höchsten oder in der höchsten Steuerklasse aktuell bin, würde ich deutlich weniger verdienen, würde ich auch deutlich weniger Steuern auf diese Dividenden zahlen und dann würde die Nettozahl auch etwas anders aussehen tatsächlich. Das heißt, es ist sehr individuell,
auf die eigene insgesamte Einkommenssituation gesehen. Ich hoffe, das hat euch jetzt so ein bisschen gezeigt, wie ein realistisches Portfolio aussieht. Das sind wirklich meine echten Zahlen mit meinem echten Aktienportfolio. Und mich würde so ein bisschen interessieren, wie sieht es bei euch aus? Was ist eure Brutto-Dividendenrendite? Was ist eure Netto-Dividendenrendite? Wie schaut ihr das? Schaut ihr das überhaupt aufs ganze Portfolio an? Und wie viele Monate wärt ihr bereits finanziell frei? Wenn ihr über dieses Thema insgesamt einfach mehr wissen wollt oder auch mit anderen Leuten da diskutieren wollt, checkt auch mal den Finanzrudel Community Club ab. Einfach finanzrudel.ch/club. Da sind wir fast 2000 Leute, die mittlerweile über alles Mögliche diskutieren, vor allem auch zum Thema Finanzen, aber auch Community-Treffen, die hier in Zürich stattfinden, werden da regelmäßig angekündigt. Das heißt, da trifft man sich dann auch mit Gleichgesinnten hier in Zürich, kann sich austauschen, netzwerken und auch mit anderen Leuten connecten. Finde ich eine super Sache. Und werde auch immer wieder gefragt, hey, wann gibt's Community-Treffen, hey, wo kann man sich treffen? Das wird da im Finanzrudel Community Club immer wieder über Veranstaltungen geregelt und ist alles völlig kostenlos. Man muss einfach sein eigenes Essen zahlen, ob wir dann ins Restaurant gehen oder manchmal auch am See, Zürichsee, uns an eine Wiese hinsetzen, picknickmäßig das machen, einfach da mal abchecken. Und gerne auch diesem Video einen Daumen nach oben da lassen, falls dir das gefallen hat und dir irgendwie weiterhelfen konnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute.